Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bambot Server Let's Play. Jo, wir sind hier an einer anderen Stelle als vorher. Wir waren ja zu Hause beim Baum, der bald mal kommt, wenn ich mehr Holz gefarmt habe. Und jo, ich habe nämlich nochmals eine Folge aufgenommen und die ist gecrashed mit einem Bluescreen wieder. Hab jetzt schon lange nicht mehr gehabt, aber jetzt doch wieder. Und ihr seht es, ich habe ein bisschen mich ums Dorf gekümmert, das in der Nähe liegt. Ja. Ich bin dann aber abgehauen, weil ich nicht noch irgendwo schlafen wollte, da ich den... Okay. den Drop-Ding. Übrigens, das ist der Physics-Mod, habe ich installiert. Und der Fallen Leaves-Mod habe ich auch installiert. Ja, sieht man jetzt zum Beispiel hier. Ja, hier. Und ja. das ist jetzt leider hier gecrashed. Und jetzt bin ich hier und wir haben hier keine Wüste. Ich wollte, also man sieht es, hier bin ich durchgefahren und habe gedacht, hier wäre eine Wüste, aber das ist keine Wüste und hier wahrscheinlich auch nicht. Haben wir leider ein bisschen Pech. Aber währenddessen es Nacht war, bin ich einfach hier nach Norden gegangen. Habe noch die zwei Schiffswracks hier unten geplündert, hier und hier. Und eben dieses Dorf, man sieht es, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, habe ich einfach so die Ecken gemacht. Ich mache kleinere Gebäude, als sie schon existieren. Und mache die Dächer vielleicht ein bisschen gleich. Aber hier zwei Bauerngebäude. Hier habe ich, glaube ich, einen Bogen, einen Bogner, genau. Das wird, glaube ich, ein Fischer, wo... Ja, okay, er hat schon ein bisschen weit. Aber einer von denen wird ein Fischer. Und ist das richtig? Ja, das ist... Aber hier fehlt irgendwie ein Block oder der Baum ist einfach hier noch. Genau. Ist noch ein. Sag schon. Ein Haus einfach. Jo. Und jetzt habe ich mega erfreut, einfach wieder Lust, Minecraft zu spielen. Es darf nur nicht abstürzen nochmals. Also ein Mesa ist ja cool. Aber ich hätte gerne eine Wüste mit einem Wüstendorf. Es muss kein Tempel sein. Doch muss. Aber lieber noch ein Dorf irgendwo in der Nähe, das ein. Ein Wüstendorf ist wegen den Kamelen. Ich brauche doch Kamele. Spawnen die eigentlich dann wie... Get. Spawnen die eigentlich wieder? Ich habe es nochmal umgestellt. Ich habe auf Partikel oder so gestellt. Beim Mob. Bei den Mobs. Also es ist eine Wüste hier, aber es gibt kein Dorf hier, oder? Meine Güte. Ich habe das nicht gern, wenn es speichert. Da ist ein Dorf! Das ist echt ein Dorf. Okay, dann holen wir ein... Wie kann ich das Kamel über den Ozean bringen? Gar nicht. Okay, das nächste Problem. Wie kann man Kamele über Ozeane bringen? Ich werde das einfach machen zwischen den, dieser Folge und der nächsten. Ich werde es einfach provozieren. Ich werde mich so langweilen, aber ich mach's. Ich werde das provozieren. Unbedingt. Ich habe schon... Ist das auch vom Physik-Mod, dass ich jetzt zurückgeschleudert wurde? Nee, aber das ist in Minecraft schon drin. Genau die brauchen wir für ein bestimmtes Item. Was ist das für ein Item? Irgendein Item braucht diese Pferde, ja, sag schon. Dieses Kaninchenpferd. Ah, einen Beutel. Ja, es gibt so eine Art neuer Beutel, wo ich gar nicht wusste, dass es drin ist. Habe ich noch nie gehört, habe ich gesehen. Hier bei Chai, oder? Das ist dieses Menü, das ich rechts habe im Inventar. Oh, jetzt habe ich es getroffen. Nein, ich brauche doch Fell. Und hier Beutel. Nee, nicht so Beutel. Hm. Sie heißen irgendwo anders. Wo ist es? Wo ist es? Jetzt kommt sicher ein Creeper und tötet uns. Wo ist dieses Teil? Wie sieht es überhaupt aus? Ich bin noch so uninformiert. Ah, die Boote sind auch cool. Vor allem das Bambusfloß. Komm, wir machen zu Hause ein Bambusfloß, wenn ich es nicht vergesse. Wo ist jetzt dieser Beutel? Wo versteckt sich und wie heißt er überhaupt? Ich finde es nicht. Ah, das sind die Blütenblätter. Mann, bin ich irgendwie schlecht im irgendwas finden. Nein, die haben das so schlecht angeordnet. Wie von Jay. Oder nein, ich weiß nicht. Nein heißt es, glaube ich. Oder nein. Nein. Nein, es ist nicht nein. Wo ist jetzt dieser Beutel? Ich will nicht länger suchen. Ich finde ihn.
Hier irgendwo? Also dann machen wir das einfach, wenn wir ein bisschen sicherer sind. Was ist das? Nein, das ist der Pickling-Kopf. Es gibt Sandsturm. Wie genial ist der Pixel-Mod? Wie genial ist der Physics-Mod eigentlich, bitte? Oder ist das Fallen Leaves? Nein, das ist nicht Fallen Leaves. Also damit wir nicht einmal reinstürzen oder andere Mobs hier reinstürzen, mache ich das mal gerne. Und ich will jetzt nicht zum Dorf gehen, erst später, wenn es wieder Tag ist. Hä? Es war doch erst Tag. Wieso ist jetzt schon wieder Tag? Wieso ist jetzt schon wieder Nacht? Also wir suchen da mal kurz ein bisschen. Aha, Dorfbewohner. Was bist du für einer? Hä? Was ist denn Dorfbewohner? Ist das ein Beruf oder ist das einfach ein Bewohner? Also es sieht schon geil aus, aber es ist halt unrealistisch. Ich möchte es lieber wieder realistisch. Die möchte ich auch gerne besiegen. Oh, mein Schwert geht gleich kaputt. Nein, Creeper besiege ich jetzt dieses Mal nicht mit einem kaputten Schwert. Niemals werde ich diesen Creeper vernichten. Aber darf ich mal kurz, einfach ein paar Sekunden in Sicherheit sein? Ich muss da ein paar Erledigungen im Hauptoptionsmenü machen. Also, nein, nicht das, das da. Mobs. Und hier nicht frakturiert. Oh, frakturiert Blut. Genial. Das will ich ein bisschen nutzen. Sorry, Leute, wenn ihr ein bisschen jünger seid, aber ihr werdet gerade ein bisschen Blut sehen. Eventuell. Kann sein. Looten die auch? Das sind Knochen. Die bluten auch. Seit wann Knochen bluten? Seit wann kann Deutsch so schlecht tragen? Oh. Oh Gott. Wie geil. Okay, das ist ab 2 Jahren. Ab 3 Jahren. Drago hat so viel Spaß mit dem Physics-Mod, genau. Hui, Drago freut sich. Drago hat viel Spaß, ganz viel Spaß. Hab Spaß, hab Spaß. Ihr habt Spaß, ihr habt Spaß. Habt Spaß, habt Spaß. Da, da, da. Da, da, da. Gute Nacht. Ich schlafe ein. Bitte, noch ein bisschen. Auch bitte. Jetzt. Ja, ich kann ihn nicht mal. Ich kann ihn nicht mal im Sommer. Bin schon wieder so voll. Voll bekifft, voll besoffen. Wo ist jetzt dieser Goldblock? Goldblock? Wer hat einen Bogen eingesammelt? Da ist der Goldblock. Wie die Pixel, die Physikteile einfach so ein bisschen stören. Ja, ich wusste, dass du da warst. Okay, was brauchen wir hier? Friedrich? Ein Reparatur-Goethanisch. Ja, unbedingt. 60. Habe ich noch ein bisschen? Also. Das muss ich hier rein. Goldblöcke kann man. Holz brauchen wir jetzt sowieso nicht. Okay, ein Holz brauche ich. Einfach aus Prinzip. Und wieso immer zwei? Es ist irgendwie komisch. Aus einem kann doch nicht zwei entstehen. Ich hoffe, die Aufnahme geht nicht kaputt, gell? Also ich muss vielleicht ein bisschen früher denken, wenn es jetzt gerade momentan wieder so Probleme macht, so mit Windows 11. Einfach diese Programme zum Aufnehmen wie Twitch Studio, wo ich benutze, und OBS S. Die stürzen leider ab auf Windows 11. Wieso? Es hat doch niemand etwas gemacht, oder? Ah, diese Entwickler mal wieder, die haben etwas gemacht. Die sind schlimm. Das sind ganz schlimme Figuren. Meine Güte, wieso arbeiten sie, wenn sie so Scheiße machen? Mann, die müssen doch nicht Scheiße machen. Scheiße produzieren. Jetzt ist er auch kaputt.
Ein Knie verblutet. Das besteht doch aus Sprengstoff. Was realistisch ist und nicht, aber ist lustig. Also, ich werde es wieder umstellen. Es ist nicht so schön. Es sieht nicht so schön aus. Das müssen sie noch ein bisschen schöner machen. Nein. Ich habe mal genommen. Physics mal eins unten drunter. Mops. Was haben wir denn noch? Rectal Breaking. Als nächstes nehme ich das. Jetzt vielleicht nochmals einen Feldhafen töten. Feldhafen töten. Feldhasen töten. Kann ich nicht einen... Ja, er wird zu einer normalen Werkbank. Ich wollte aber einen pinken. In Mods, weißt du, 2012 schon oder 2011 sogar, da gab's sollte ich jetzt mal... Genau, eine Axt. So. Da gab es diese Crafting Table schon, aber Minecraft-Entwickler machen Mods einfach mal 13 Jahre später erst nach und dann extremst schlecht. Sie machen es wirklich nach. Es ist nicht so, als würden sie einfach das Gleiche entwickeln, ja. Nein, sie machen es echt nach. Und das ist genau das, was die Minecraft-Entwickler halt auch so richtig dämlich schlecht machen. Sie geben sich nicht Mühe zum Minecraft weiterentwickeln. Meine Güte, das würde eben der Plutoyos würde es vielleicht in einem Mod machen, was die ein halbes Jahr brauchen und dann noch alles geklaut von Modern. Ich weiß nicht, wenn ich ein Spiel hätte, würde ich nicht den Modern alles wegklauen. Also das wäre nicht mein Ziel. Klar haben die bessere Ideen, ja. Nein, ist nicht dein Ernst. Das tut wirklich extrem Ragdollen jetzt. Das lasse ich. Das ist der geilste Mod, den es gibt. Der Kopf ist abgefallen. Das ist jetzt momentan wirklich mein motivierendster. Nein, es ist nicht motivierend, aber es ist cool. Also nicht, dass ich einfach böse bin und das sehen will, aber es ist einfach cool. Es macht Spaß. Es ist nicht, weil es irgendwie makaber ist, es ist, weil es Spaß macht. Ich muss unbedingt nachher wieder gegen Monster kämpfen. Unbedingt. Es ist genial. Das ist genial. Das ist etwas, was Spaß macht. Oh, ich muss unbedingt mit euch wieder Goat Simulator 3 spielen. Ich werde einfach ein neues Let's Play beginnen, wenn es okay ist. Und werde einfach so spaßig wie möglich machen. Vielleicht habt ihr auch Spaß zuzuschauen. Müsst es natürlich nicht unbedingt erzwingen. Gell? Aber falls ihr eben Spaß habt an etwas wirklich Lustigem, dann schaut mein Goat Simulator 3 Let's Play ab. Ja, übermorgen. Nein, morgen. Ich weiß nicht, wann ich die Videos hochlade. Einfach ab dann, wenn sie existieren. Und das macht jetzt gerade mega Spaß. Ein Schwein. Ich will ein Schwein sehen, wie es herumfällt. Okay, es fällt einfach um. Es ist so genial. Man hat das einfach jetzt in Minecraft drin. Das macht schon so unglaublich viel Spaß. Da ist auch ein Dorf. Da war ich aber schon. Aber cool, ich muss jetzt in die Richtung. Ich finde das so cool. Meine Güte, es gibt endlich Physik in Minecraft. Und ich habe den Physik-Mods gekannt schon vom Namen her. Aber ich dachte, es macht einfach, dass Items am Boden quer liegen. Mehr nicht. Und jetzt macht das so viel. Oder war das ein anderer Mod? Nein, es war der Physik-Mod. Ich dachte, das wäre nur auf Items und die haben das so unglaublich ausgebaut. Das ist mega gut. Ich brauche blaue Blumen. Wenn ihr auf dem Server spielt, wenn ihr Lust habt, macht ungeniert mit. Es wird eben noch nicht so viel Sicherheitsmechanismen geben, also bitte nicht böse spielen oder verschwenderisch und so für die Natur und für die anderen Spieler, vor allem nicht klauen oder im PvP töten oder so, ohne dass er es will. Einfach nett sein. Und ihr dürft mit mir Spaß haben, ihr dürft in den Let's Plays sogar dabei sein und in den Livestreams dann. Macht einfach mit, es ist momentan echt schwer, Leute zu finden, die mitmachen. Kommt bitte auf den Server. Einfach nur bitte. Nicht verlangend, aber einfach nur
Bitte, Dankeschön. Es macht doch so viel Spaß. Vor allem mit mir und mit euch. Vor allem mit euch macht es sehr viel Spaß. Camellia, Camellia. Das ist ein Singleplayer-Let's Play. Ein Zion-Bett möchte ich gerne mitnehmen. Dankeschön. Das Bett ist auch. Das Bett geht einfach so anderthalb kaputt. Ein Zion-Bett ist das schönste Bett, finde ich. Ich muss alles noch ein bisschen erkunden. Ein Book. Ich bräuchte Bücher, aber ich nehme die jetzt nicht mit. Haben wir Kompost? Ja. Brauche noch mehr Kompost für das Dorf. Ja, jetzt bist du kein Bauer mehr. Fauler. Arbeitsloser. Wer hat den arbeitslos gemacht? Den müsste ich sofort feuern. Da war ich schon. Ich müsste diese Person, den ihn arbeitslos gemacht, sofort feuern. Der arme Tisch wurde einfach abgebaut. Wer war das? Ach, das wart ihr, Zuschauer. Ich wusste das ja vom selber. Das habe ich aber nicht kaputt gemacht. Da gar keine Items gedroppt. Er hat diesen. Ah, das war früher, wo ich schon mal hier war. Okay. Da ist das Kamel, super. Also der braucht ja auch einen Sattel. Das ist gut, wenn er irgendwas anderes bräuchte. Und ja, wie ist die Sattel halt aussehen? Ja, dann. Kamelia. Dromedaria. Das ist ein bisschen umständlich. Also du Schlachtschiff. Ich brauch die daheim im. Bist ein bisschen langsam. Also wie komme ich jetzt dich hier runter über? Das wird eine Odyssee. Ich habe irgendwie gar keine Lust, das Kamel dorthin zu bringen. Ja, es ist leider. Ich muss immer Strick drücken. So. Ja, Mel. Du kannst noch viel mehr sagen. Hä? Wieso ist es nicht gesprungen? Wieso hat es nicht gesprungen? Komm. Komm. Mach mal vor. Das ist, glaube ich, ein schlechtes Kamel. Kann das sein, dass die auch unterschiedliche Werte haben? Ich habe jetzt gar noch nie nachgeschaut. Draco verlangweilt sich wieder beim Kamelreiten. Ja, wie man es nimmt, aber die Entwickler haben die Kamele echt nicht gut umgesetzt. Die können doch immer schwimmen, sind ja Wüstenschiffe. Die können schwimmen, auch im Real Life. Habt ihr schon mal ein Kamel reiten? Ah, oh, das ist der. Ah, oh, gut, habe ich den schon gelöscht. Und das Kamel jetzt reingenommen. Dann hätte es wahrscheinlich Kamel-Zigaretten gegeben. Camel. Oh, die armen, armen Kamele. Kann ich jetzt ein bisschen schneller? Wieso mache ich das nicht schneller? Nein, sie werden ausgebremst. Man sollte es eigentlich gar nicht machen. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt schaue ich mal kurz, wie lange wir haben. 18 Minuten 52. Ich hoffe, es stürzt nicht wieder ab. Aber irgendwie hat Windows 10, Windows 11 einfach Bock, Minecraft zu crashen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich tue, glaube ich, jetzt kurz mal die Sichtweite verändern, runtersetzen. Ich glaube, es ist ein bisschen überfordert mit der Aufnahme, weil ich natürlich sehr gute Qualitätaufnahmen mache. Ist es irgendwie überfordert? Also einfach, damit es nicht crasht nach 30 Minuten, nach 35 Minuten ungefähr, wie das letzte Mal. Ist ja nur einmal passiert jetzt, aber nein, es ist zweimal passiert, genau. Vor der vorherigen Folge ist es auch noch passiert. Und vor dieser Folge auch. Leider. Aber wer versteht Bluescreens? Ich weiß nicht, ich verstehe sie nicht. Wieso treten sie auf? Wieso müssen sie auftreten? Das ist eben die Frage. Wieso sind Bluescreens so unnötig random? Woran liegt das? Das muss man doch nicht haben.
Jetzt zeige ich es trotzdem, aber können wir noch ein bisschen einen Umweg reiten? Wir gehen jetzt ein bisschen hier beim Grasland weiter, ob wir noch irgendwas haben. Weil ich will euch das nicht zeigen über das Meer jetzt. Das ist leider hier das Meer vorüber. Ich muss es zeigen sonst und will es nicht zeigen euch. Es ist einfach zu schmerzhaft dann zum Zuschauen für euch. Es ist einfach. Minecraft hat halt einfach so Leerstellen, wo wirklich nichts passiert. Vielleicht haben wir doch eine Verbindung. Nein, das kann nicht sein, weil wir schon überall waren. Aber vielleicht haben wir schon hier eine Verbindung. Kann schon sein. Man weiß es nicht, es ist alles random, oder? Die World Generation ist manchmal echt ganz komisch und lustig. Aber ich will unbedingt jetzt zum Abschluss, ja, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit natürlich, aber ich möchte noch ein bisschen gegen Monster kämpfen, währenddessen wir hier Nacht haben. Es tönt auch so lustig. Aber es sieht so komisch aus, wenn es hüpft. Warte kurz. Wie sieht das aus? Es sieht komisch aus. Die haben das nicht gut umgesetzt. Es ist eher so ein Charge. Ja, es ist wirklich nur so ein Charge. Konnten die das nicht besser umsetzen? Ja, hier ist leider der südlichste Punkt. So ein Mist. Das ist auch eine Wüste. Wir haben recht viel Wüste in der Umgebung. Nur eben, ja, schlechte Dörfer und schlechte Kamele. Ach, schade. Und genau die Folge, wo vorher mit dem Blueskin zerstört war, war so mega lustig. Ich habe immer den Beruf kurz weggemacht und wieder hingepflanzt. Die Beruf, also die für die Dorfbewohner, die Berufsteile. Ja, also wie sieht das aus, wenn es stirbt? Das ist jetzt wirklich gerade so appetitlich. Meine Güte. Das sieht so witzig aus. So. Gut, können wir wieder mitnehmen. Wir haben beide. Immer schön schauen, dass ihr die Schalke-Boxen auch mitnehmt mit diesem Mod. Weil ihr denkt so, ja, ich habe es eingesammelt und habe es dann gar nicht eingesammelt. Also wenn wir mal, ja, die kann man ja nicht mehr anpflanzen. Das ist auch so blöd. Ich muss irgendwo ganz weit weg dann so ein. Wie es auch wegfliegt. Kamelia. Kamelia, okay, fürs Dromedar ist das ein bisschen schmerzhaft. Nein, bitte nicht. Es hat so viel Rektor. Nein, nicht schon wieder. Ich darf es nicht töten. Also es darf nicht sterben. Ui. Lassen wir es uns nicht gut stören. Ah, das sieht ja immer so schön aus, diese Mesa-Biom. Da, eine Fabrik. Ein Tempel. Er sieht halt schon ein bisschen aus wie eine Fabrik. Oder eine Fraubrik. Wollen wir rein? Ja, ich riskiere es mal. Das Kamel wird ja nicht angegriffen, wenn wir nicht. So. Ich muss unbedingt diese Ausgrabungen hier drinnen machen. Ich habe aber den Pinsel nicht dabei. Oder habe ich ihn hier drin? Hier nicht. Ich habe ihn nicht dabei. Nein. Ich habe auch keinen Kupfer. Okay, ich muss mir das merken, dann gehen wir wieder dorthin. Also die Ausgaben sind meistens hier irgendwo in der Ecke. Ich sehe die gar nicht. Ich sehe den Unterschied gar nicht so sehr. Ich glaube, hier unten sind irgendwo die Eingaben. Da ist dann, ja. Man sieht ihn an den brauneren Stellen oder so, also in den dunkleren Stellen. Und hier nicht. Okay, eine Ausgabung gibt es hier. Ich glaube lieber ein bisschen weiter drinnen runter. Ich bin ein bisschen Schisshase, weil die Physik manchmal echt ja so Sachen auslöst, oder?
So, jetzt. Ich habe es einfach mal geschafft, in einem Modpack-Projekt einen heftigeren Fall auszulösen. Seitdem habe ich echt Angst auch in Vanilla. Nein, wirklich? Es gibt so ein Schmiede-Ding in Wüstentempel? Okay. Goldäppel. Den möchte ich aber mitnehmen. Ja, auch nicht so viele von denen. Okay. Kann ich nichts mehr mitnehmen? Schade. Okay, sehr gut. Also, den Schatz haben wir schon mal geplündert und jetzt müssen wir einfach die Ausgrabungen noch machen. Ich werde das direkt im Anschluss machen. Ich hoffe. Ja, ich muss mindestens einmal den PC wahrscheinlich neu starten. Ich habe keine Schaufel mehr. Okay, Kamel. Ich habe auch kein Bett. Doch, ich habe ein Bett. Gut. Bin ich froh, dass ich. Das ist ein Creeper. Okay. Ist der Creeper reingegangen? Ja. Wie der auch so gebrochen da sitzt. Mein. Das ist ja schlimmer als erlaubt. So, jetzt müssen wir nur noch das Kamel finden. Das ist so genial. Ich freue mich so über Physik. In Sky war es ja damals so geil. Und in Ding Fallout 3, glaube ich schon, oder Fallout 4. Wo ist das Kamel? Ich habe es direkt gesehen, aber ich habe es nicht so ja, wagen. Also ich wollte nicht. Ich wollte es einfach nicht sagen, da oben ist, sondern ist es nicht da oben. Es sah schon aus wie ein toter Busch. Gut, du Ausbrecher, du schlimmster Ausbrecher, schlimmster Albträumling. Oh, heute waren wir wieder unterwegs. Das war so cool, aber ich habe immer das Gefühl, ich verpasse so viel für diese Aufnahmen und so. Ich darf gar nicht mal so viel unterwegs sein, sonst habe ich einfach zu wenig Zeit für euch. Nein, nicht in die Richtung. Hat noch genug Leben, aber ich glaube, man kann es mit Kakteen schon heilen. Nur es geht immer nur bis zwei Ding, Heilung oder zweieinhalb Heilung. Ich habe es irgendwie im Singleplayer mal kurz angeschaut, von dem zweiten Kamel rüberbringen in die Base. Und ja, es ist nicht so gut gegangen mit dem Heilen. Es gibt einfach zu wenig Kakteen in den Wüsten. Das sieht auch cool aus, so dunkles Erdreich. Aber hier ist es schon fast ein bisschen zu uneben fürs Kamel. Also ich muss mal kurz schauen. Gut, ich werde jetzt die Aufnahme gleich beenden. Sonst stürzt es wieder ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen und falls ihr eine Problemlösung habt, ich habe es auch zu Windows wieder gesendet, wäre ich sehr dankbar. Sonst ein anderes Aufnahmeprogramm vielleicht empfehlen, wäre nicht schlecht. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder sehr, sehr lustig. Tschüss!